So, ich grüße Sie. Wir haben nur 3/4 Stunde und es muss schnell gehen. Ne? Also, ich tue mich zuerst ein bisschen vorstellen. Jean Hunziker, das haben Sie gelesen. Ich bin Heilpraktiker, ich komme von Frankreich. Ich bin nicht ein Freund von Sarkozy, aber ich habe auch nicht die 58 Atomkraftwerke gebaut, die wir haben in Frankreich, aber es ist so, man muss mitmachen. Ich habe selbst umgestellt, also mein ganzes Leben, vor jetzt 37 Jahren. Ich habe zuerst 10 Jahre lang ganz vegetarisch gelebt, ein Jahr ungefähr Instinktotherapie gemacht, haben Sie schon wahrscheinlich schon gehört, ganz roh gegessen, mit der Nase probiert und so. Und seit jetzt mehr als 20 Jahren mache ich, was ich heiße, die bioklimatische Ernährung. Und wir tun ein bisschen darüber sprechen. Ja. Warum, was habe ich noch gemacht? Ich bin Heilpraktiker, ich mache Irisdiagnose durch die Augen. Ja. Wir hatten im Elsass ein Zentrum gebaut, für die Leute heilen, helfen, die zu uns gekommen sind, für MS, Polyarthritis, Krebs, für nur sehen, wie es geht. Wir hatten alle Sorten Menschen. Es hat 8 Jahre gedauert und dann haben wir geschlossen. Warum? Durch finanzielle Probleme. Denn Sie wissen, die Nahrungsumstellung ist schwer, das wissen wir alle. Und sie heilen ganz durch die Umstellung, das ist noch schwerer. Und in Frankreich ist man noch weniger geholfen als in Deutschland. Ein Heilpraktiker kann nicht üben in Frankreich. Wir sind verboten. Ich bin verboten in Frankreich. Wenn ein Arzt will, kann er mich anzeigen und ich kann, also sie können mich ins Gefängnis machen. Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Ich hatte einmal ein Problem mit dem Staat, aber es hat sich gut abgedreht. Aber es ist so. Das sehen Sie, wie wir viel zurück sind. Es ist so. Jetzt gut, der Titel von der hier sind wir in Augsburg auf der Revolution, das heißt, hier sind viele Rohkostler. Wer ist Rohkostler? Wer probiert für Rohkostler sein? Hier kann ich sehen, wer ist ein bisschen, ja, die meiste. Wer macht noch nicht? Wer ist noch ganz konventionell mit dem Essen? Oh, noch, gut. Es ist nicht schlecht, wir haben alle einmal angefangen. Der Titel sei Rohkost, Naturkost. Jetzt, es geht ein bisschen so. Wir haben auf einer anderen Seite, hier ist die Rohkost. Auf der anderen Seite haben wir die konventionelle Kost, wo wir alle getreibt haben vorher. Denn ich denke, keiner ist auf die Welt gekommen als Rohkoster. Wir haben alle das gelernt. Also hier ist die konventionelle Kost, dort ist die Rohkost. Wo sind wir, wenn man umstellt? Denn es ist nicht nur, weil man rohes Gemüse essen tut oder rohe Früchte, dass man Rohkoster ist. Oder dass man kann sagen, dann man essen tut, wie die Natur das für uns vorgesehen hat. Wir sind ganz weit von diesem allem. Sie sehen alle hier, die Hände hochgemacht haben als Rohkoster. Was machen die meisten, wenn man anfängt? Ja. Man stürzt, man geht vom Schokolade weg und vom Kuchen weg und man stürzt in die Früchte, in der Zucker von den Früchten. So machen wir alle am Anfang. Man lässt die Drogen, der Schokolade, die Kuren, die Droge, Zucker, Saccharose, lässt man weg. Und daneben sucht man die andere Droge für das am Platz nehmen. Und das sind die Mangos, die Papaya und das alles. Und das ist ein großes Problem. Und das ist der Hauptproblem für der ganze Rohkost. Die Bewegung, die Rohkostbewegung geht unter, weil wir mehr auf das Obststürzen als auf die Wildkräuter und als auf das Gemüse. Am Anfang, wenn wir umstellen, es ist sicher, wenn man umstellt, ob man in die Richtung geht von der Rohkost oder von der makrobiotisch Richtung oder ob man vegetarisch anfängt oder ob man nur Pellkartoffeln gekochte essen tut oder noch etwas anderes. Am Anfang, die Umstellung, ob man links oder rechts geht, macht uns immer gut. Das heißt, wenn man Milchkaffee getrunken hat und hat das 20, 30 Jahre getrunken und die Probleme sind rausgekommen, wenn man das aufhört, gehen die Probleme, die gekommen sind durch die Milch und den Kaffee, die gehen weg. Und die Probleme, die neuen Probleme, wo die sich langsam aufbauen durch die neue Ernährung, die brauchen wieder ein paar Monate oder ein paar Jahre für rauskommen. Das heißt, am Anfang ist alles wunderbar.
Und wenn am Anfang, wenn man mit der Rohkost losgeht, sagt man, ich habe Kilo verloren, ich habe nicht Gelenkschmerzen mehr und. Und das dauert ein paar Wochen oder ein paar Monate, ganz wenig mal ein paar Jahre. Und sie können suchen, die Leute, die ganz roh essen, die ich muss Achtung haben, dass ich deine Kinder laufe, und die Leute, die lang das machen, die kommen an einen Punkt, wo sie nicht mehr können weitermachen, nur was passiert vielmal. Man hat das Gefühl, es geht nicht, tut man wieder ganz in konventionell reingehen. Auf der Welt gibt es kein Absolut mehr. Wir können nicht mehr leben, wie Gott oder die Natur das vorgesehen hat. Wer kann denn das noch vorstellen? Gucken Sie mal, wir sind in einem Saal, wir haben hier 25 Grad. Es ist zu warm, es ist nicht genug Luft, wir sind angezogen, wir haben überall Plastiksachen, wir haben Elektrosmog, wir haben Atom, Fukushima, die Luft gegangen ist, und wir glauben, wir leben natürlich. Nun muss man auch ein bisschen Vernunft haben mit unserer Nahrung und nicht sagen, ich esse roh, hundertprozentig viel Obst, denn das ist leicht zu machen, und glauben, dass man auf dem richtigen Weg ist. Es ist falsch. Ich sage Ihnen nur, was passiert, wenn man übertreibt mit Obst. Candida albicans, zuerst tut man sich abmagern. Die meisten, die anfangen, die verlieren zu viel Kilo. Nicht alle, ich weiß nicht warum, aber meistens stürzen die Kilo. Man friert, man hat immer mehr, man friert schneller. Was gibt es noch? Candida albicans, man hat Verdauungsprobleme. Die Zähne, das Zahnfleisch geht vielmal zurück. Es gibt kein Karies mehr, aber das Zahnfleisch geht zurück, die Zähne kommen raus. Was noch? Man verliert die Energie, die Libido geht weg, bei den Frauen geht die Menstruationen weg und die Männer haben weniger, wie sagt man das, Libido? Ja? Ja, also das sind alles so Probleme, die kommen mit der Zeit. Nur muss man ein bisschen mit Intelligenz nachdenken. Ist es besser, in der Theorie sagen, ich bin hundertprozentig Rohkost und Fehler machen, oder eine Lösung finden, wir können Winter wie Sommer besser leben mit weniger Problemen? Was ich Ihnen jetzt will durchgeben, das ist nicht, der Prinzip vom Leben, ich bin ganz überzeugt, ist Rohessen. Wir sind gemacht für Rohessen, wie alle Tiere. Wie alles, was lebt auf der Welt, wir sind gemacht für Rohessen. Nur, wir sind nicht mehr im Zustand von den Tieren. Wir haben nicht mehr die innerliche Kraft, die Energie fehlt uns. Wir können nicht mehr alles verdauen. Wenn man Sesamkörner essen tut oder Leinkörner essen, es kommt wieder ganz raus. Wir haben nicht mehr die Enzyme, das alles aufspaltet. Wir sind abgeschwächt, wir sind degeneriert. Wer hat noch alle Zähne im Mund hier? Alle. Alle Zähne ohne. Sehen Sie, das ist der Zeichen, die Tiere. Wer hat schon einen Elefant gesehen? Mit seinen zwei großen Zähnen, mit einem Karies. Hat man das schon gesehen auf der Welt? Ich glaube nicht. Hat jemand schon einen Löwe gesehen mit Karies? Hat jemand schon eine Giraffe getroffen mit Arthrose im Rücken? Oder die große Schlange, wie heißt man das? Der Boa? Sagt man Boa auf Deutsch auch. Mit Verdauungsproblemen. Der schlingt ein ganzes Tier und der tut das verdauen, ist Schluss. Der geht auf das Klo normal, wir nicht. Und das sind alles so Sachen, wo man muss in das Spiel nehmen und wissen, dass es nicht hundertprozentig möglich ist. Nur sucht man den besten Weg. Man kann nicht mehr absolut hundertprozentig leben. Nur probiert man für so wenig Fehler machen, als möglich ist, und so gut leben, als möglich. Und das ist nicht immer einfach. Ich bin Rohkoster, sagen wir, im Sommer. Im Sommer 95%, bis zu 100% manchmal, im Winter 90%. Ich sage, es ist weniger schädig im Winter ein Teller rohes Gemüse essen und nachher gekochte Reis essen und warm haben bis in den Finger und Hände und Füße. Das hundertprozentig roh essen, viel Obst essen und frieren. Kein einziges Tier kann bei uns und draußen überleben, wenn es friert. Stellen Sie mal das vor, ein weißer Bär auf Nordpolen, wenn er friert, ist er fertig, geht er kaputt. Alle Tiere machen so. Wir müssen probieren, der Beispiel ist, das Tier lebt noch ganz instinkt, die wilde Tiere. Also dann muss man suchen, wie die Tiere machen. Man tut die Augen öffnen, wenn man spazieren geht, und fragt sich, wie macht ein Reh bei uns?
Ein Reh tut im Winter getrocknetes Fütter fressen, ein bisschen Brombeerblätter, ein bisschen Knospen, wo er findet, und Schluss. Und im Sommer hat er das Fütter, das grüne Fütter. Er tut ganz verschiedene Essen. Er tut nicht Mangos essen am Anfang vom Monat, vom Januar, und Mangos noch im März, und Mangos im Juni, und noch Mangos wieder im Dezember. Die Nahrung wechselt. Wir wechseln. Wir haben Biorhythmus. Wir sind hoch im Sommer. Im Sommer können wir mehr treiben, mehr arbeiten. Nur geht es runter, wenn der Herbst kommt. Am Winter haben wir mehr Lust, sollten wir mehr schlafen, wenig arbeiten. Es ist sehr schwer, das bin ich einverstanden. Und nachher im Frühjahr geht es wieder hoch. Das heißt, die Nahrung muss das gleiche, die gleiche Walle machen. Und es macht sich im Sommer, im Frühjahr haben wir das Frische im Garten. Ich habe einen ganz großen Garten. Wir essen im Moment große Salat, die Rüben mit Blätter so, wie heißt man das? Also Rüben, Lauch haben wir schon, rote Beete, kleine, lange rote Beete. Das tun wir ganz frisch essen. Aber im Winter tun wir ein bisschen, ich lasse meine Möhren und Topinambur und so Sachen im Garten. Und im Winter, wenn man sie tut essen, sind sie ein bisschen mehr, sind sie nicht mehr so frisch. Es ist nicht angepasst für den Winter wie im Sommer essen. Das ist ein Unsinn. Im Winter tut man weniger essen, denn der Körper ist im Schlaf. Nicht das Gegenteil, mehr. Es heißt, man muss mehr essen, denn. Nein! Die Energie, die wir brauchen für Verdauen, also wir brauchen mehr Energie zum Verdauen im Bauch, das wir brauchen für Denken, das wir brauchen für Joggen, das wir brauchen für Leben, Entschuldigung. Die Energie, die wir brauchen für Verdauen, ist die größte Energie, die wir ausgeben für unsere alle Funktionen. Okay? Das heißt, man muss wenig essen, tut man weniger Energie benutzen und lebt man länger und besser. Ist man mehr fitter. Jeder von uns muss können einen Tag leben ohne Essen und ohne sagen, oh je, jetzt muss ich ständig Knie lödeln, denn ich habe Kopfschmerzen, ich habe der Schweiz, ich friere. Man muss können leben ohne Essen. Die Tiere essen nicht jeden Tag im Winter. Und sie tun überleben, ohne krank zu werden. Wir sind krank, weil wir zu viel essen. Wenn man die Rohkost ist ein ganz guter Weg für sich heilen von Krankheiten, sicher. Aber man muss Achtung machen, gucken, was man macht. Die Obstrohkost, ich sage das immer mehr, denn ich tue das schon predigen, jetzt schon 35 Jahren. Die Obstrohkost, oder 25 ist sicher, die Obstrohkost muss man vergessen. Es ist falsch. Es ist ganz falsch. Es ist nicht, weil wir in Südafrika, dass der Mensch geboren ist vielleicht, dass wir können weitermachen wie in Südamerika. Der weiße Bär, der ist auch auf die Welt gekommen in Südafrika. Am Anfang, wo die Welt sich abkühlt hat, ist das ganze Leben, alle Tiere, alle Pflanzen, die Menschen sind dann im gleichen Ort wahrscheinlich aufgekommen und langsam haben sie vermehrt auf der Welt und bis in den Nordpolen. Aber jetzt, das kann jeder verstehen, ein weißer Bär kann nicht mehr leben wie ein brauner Bär. Ein weißer Bär braucht Fisch, Fett für überleben können in minus 40. Ein brauner Bär, der in den unten lebt, der kann Früchte und Grünes essen. Und der lebt auch gut. Und wir sind gleich. Man kann, die Völker, es ist ein bisschen zum Lachen, wenn man denkt, was machen die meisten Rohkoster? Die meisten Rohkoster, die sagen, ich gehe in die Tropenländer, für gucken, wie wir dort können richtig essen. Ich gehe in Bali oder in Vietnam, wir können gute Durian essen und so weiter. Die Leute, die in diese Länder leben, in La Réunion, Entschuldigung, unter Afrika, die essen die Mangos nicht. Die gehen kaputt am Boden. In Afrika, in vielen Orten tun sie die Früchte kochen, denn sie haben wahrscheinlich gemerkt durch die Zeit, dass wenn sie zu viel Früchte roh essen, dass es nicht mehr geht. Und wir stellen um und wir machen das jetzt. Das ist ein Unsinn. Man muss, glauben Sie nicht, aber das ist meine Meinung, man muss in die Richtung gehen vom Gemüse, rohes Gemüse, Wildpflanzen, das ist gut, Wildkräuter, was der Franz Kunz sagt mit den Wildkräutern, das ist wunderbar. Machen Sie nur Wildkräuter, wie mehr man findet, wie besser ist es. Man tut das mischen. Die Smoothies, wo man macht am Morgen, wo die meisten machen heute mit 100 Gramm Gemüse und 6 Bananen, das geht auch nicht. Das ist falsch auch. Man muss das umstellen. Die richtige Richtung, das muss man
in jedem Fall umstellen, ne, wenn man will weitergehen. Ne. Ich sage nur einmal, am Anfang von der Umstellung kann man mit Früchte, das geht auch. Ne. Aber es kommt ein Moment, wo es nicht mehr geht, ne, wo der Körper sagt, nein, so geht es nicht mehr. Ne. Und Sie können sehen hier im Saal, ne, man sieht viele Leute, die sind zu viel abgemagert. Ne. Die sind eingefaltet hier, weil die das Fett, das unter der Haut ist, geht weg. Wenn man umstellt, wenn man schon die Arbeit macht für Umstellen, muss man nachher in jedem Fall mehr fit sein als vorher. Ich habe immer gesagt, glauben Sie mir, wenn ich einmal das Gefühl habe, dass was ich mache nicht gut ist, tue ich wieder wechseln, ne? Tue ich wieder umstellen. Ne? Und dann, aber bis jetzt, was ich mache, geht ungefähr gut. Ich bin 65, ich laufe Marathon noch in 3 Stunden 25. Ich laufe praktisch täglich. Ich habe gestern Abend bis um 11 Badminton gespielt. Wer macht das? Denn das macht schwitzen, glauben Sie mir. Ins Bett um 11:30 und dann heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, für hier kommen. Ich kann den ganzen Tag heute, ich habe noch nicht gegessen. Und Sie haben wahrscheinlich nicht das Gefühl, dass ich müde bin, oder? Und ich glaube, es ist nicht zu sagen, ich bin der Beste. Ich sage nur, das geht so. Man kann das machen. Man ist nicht, man muss nicht Tag und Nacht essen für Kraft haben. Im Gegenteil. Jetzt, haben wir noch die Zeit. Ja,